Die Beryl Mara übrigens politisch sehr engagiert. Da muss man ein bisschen aufpassen immer. Wo hätte ich hier doch kaufen sollen? 40.000 schon. Ich kauf mal. Du hast wohl vergessen zu fragen. Nein, habe ich nicht. Ich habe Anteile gekauft, wir haben kaum noch Geld übrig. Juhu! Das ist ja eine gute Idee. Ich hätte vorher Anteile kaufen sollen. Die wären jetzt viel mehr wert gewesen. Aber vielleicht kauft sie die auch wieder zurück. Mal gucken. So. Scheint mir gerade eine gute Situation zu sein, weil die Bilanz gerade ganz gut aussieht. Das wird später wieder alles absacken. Und deswegen setze ich gleich erstmal ein bisschen zwischendurch auf Anteile an anderen Leuten. Ja, damit wir da ein bisschen mitverdienen können. Das schafft uns ein bisschen finanzielles Polster, wenn wir selber in Vorkasse gehen müssen später wieder. Das ist, was ich denke. So, legen Sie Viertel fest. Legen Sie Viertel fest und ändern Sie die Regeln mit Ihren Verwaltungsgebäuden. Statten Sie diese mit mächtigen Item-Spezialisten aus Ihrer Wirtschaft. Okay, soweit bin ich noch nicht. Ach so, ja, ja. Ja, das mache ich doch. Ich dachte, man kann das wie bei Cities machen, dass man hier was markiert. Und, na ja gut, aber das kann man auch machen. Wir können natürlich ein Viertel festlegen. Ich weiß schon genau, wo Hannover sein wird. Ich sag's aber noch nicht. Die Assoziation hast du jetzt gemacht. Ich halte mich da bedeckt. Wir haben 21 Holz und zu wenig Arbeiter. Beides ist eine gute Kombination, um eben schnell noch ein bisschen arbeitswilliges Volk zu benennen. Und so sind wir wieder auf Break-Even hier oben so ein bisschen. Was braucht die Polizeiwache? 8 Holz. Die haben wir nicht. Das ist jämmerlich. Okay. Ich warte noch kurz. Und hier oben, das werden alles noch Steinstraßen natürlich alles, ne? Das kommt natürlich alles noch. Da ram bam bam ram ba ram bam bam ba ram bam bam ba ram ba dum 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 dum. So, ganz kurz. Für Leute, die sich fragen, warum ich Anteile kaufe, habe ich ja schon mal ein bisschen erklärt, aber guck mal hier. Anteilseinkommen 122, das wirkt jetzt nicht viel. Das wirkt jetzt überhaupt nicht viel, das wirkt wie so ein bisschen wie so kleckerweise. Aber diese Anteile werden später mehr wert sein, wenn die Dame ausbaut. Und je mehr Anteile wir haben, desto mehr akkumuliert sich das auf Zeit. Jetzt momentan ist das eher so Peanuts. Aber diese Peanuts machen sich hier oben auch schon bemerkbar in der Bilanz. Vor allem, weil die Bilanz momentan noch Peanuts ist. Um das mal so sagen zu dürfen. Okay. Kann auch sein, dass ich komplett falsch spiele, in Anführungszeichen, aber ich glaube... Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ich glaube, ein Falsch gibt es gar nicht, außer wenn man nur 15 Holz zur Verfügung hat. Aber die reichen uns ja auch schon. Admiral auf der Brücke! Die sollen uns reichen, die bringen wir hierher, dann können wir hier nämlich auch Holz produzieren, dann können wir hier nämlich autark weiterbauen. Das wäre toll. Denn hier 0 Holz, obwohl wir eigentlich Holz produzieren, können wir nichts damit anfangen, weil es überall nur rumliegt. Ist nicht wie bei den Siedlern, wo das quasi auf der Straße liegt und auch schon dazu zählt. Ne, auch wenn man meinen könnte, oh, guck mal, die schleppen ja alle Holz. Aber das stimmt so nicht. Los, schneller! Schneller, ihr Lumpen! Los! Schleppt! Los, seid eifrig! Ach, guck mal. Tut das gut, die Leute knüppeln zu sehen. Ich freue mich schon auf Anno... Anno... Achso, die Zahl ist ja egal. Das Release-Jahr ist ja wichtig. Dann kann ich ja ruhig sagen, auf Anno 10. Ja? Ist das 10. Anno. Das hier ist ja das 7. Anno. Ich freue mich schon auf Anno 10. Wenn das hier einfach ganz normal ist, das Rollenspiel ist dann auch integriert, so ein bisschen Witcher-mäßig natürlich. Von mir aus freigegeben. Ach, guck mal, da oben, 1800. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Oh Gott, das ist bald. So. Bei Anno 10 sind dann die ganzen Figuren hier unten auch eingescannt. Das sieht dann alles real aus. Entschuldigung. Dagegen ist das hier natürlich alles nichts. So, kann ich auch springen? Ich kann... Hä, wieso kann ich denn springen? Das haben wir auch eingebaut. Das ist ja voll geil. Mann, seid ihr durch? Ubi, was ist los mit euch? Oder Blue Byte? Was ist denn los mit euch? Herzlich willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Das könnte halt echt schon, das, so wie das aussieht, könnte es halt echt ein Rollenspiel sein. Ohne Scheiß. Oder ein MMO.
Und das ist nur ein Easter Egg. Mann, oh Mann. Ich bin ein bisschen verliebt. Tut mir leid. So, hier. Steht zu Diensten. Einmal bitte entladen. Und jetzt... Wo ist es? Endlich Lagerhaus bauen. Zack. Und schon kriegen wir Holz. Müsste gleich losgehen. Gleich geht's los. Ich hab's im Urin. Gleich geht's los. Ich lasse jetzt mal ein bisschen Holz sammeln. Dann können wir da weiterbauen. Das müssen wir auch irgendwie autark hinkriegen. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Autark. Und dann würde ich gerne die Produktion hiervon alles darüber schleppen. Oder wir machen aus Schluckenborstel einfach die Schweineproduktion fürs Königreich. Wie sieht's aus? Anzüge haben wir genug, Kartoffelschnaps wird knapp. Ich mach dann nochmal eben... Das muss halt nochmal sein. Machen wir nochmal einen. Rumpf. So. Und schon haben wir ein bisschen mehr Schnaps, aber hier müssen wir eigentlich nochmal upgraden. Was brauchen wir dafür eigentlich? Ein Handwerker, natürlich. Gut. Schweine. Damit meine ich nicht die Produktion, ich meine euch, ist ja klar. Schweine. Hier hinten ist Öl. Ich habe noch keine Ahnung, was das alles wird mit dem Öl. Hier drüben Brandwahrscheinlichkeit mäßig. Achso, ich wollte nur mal gucken, wie weit das jetzt sich ausbreitet. Aber ich glaube, das müsste reichen, wenn ich hier so mache. Dann würde ich hier hinten vielleicht erstmal Schweineproduktion hinmachen. Am liebsten würde ich die auf die andere Insel auch dann verlegen. Aber wir brauchen ja jetzt erstmal schon mal... Spielstand gespeichert. Zyklus eine Minute, Zyklus eine Minute. Pro Schwein die Wurst. Pro Schwein die Wurst. Das ist eine schöne Angabe. Kriege ich das hier so hingebaut? Ich muss es testen vorher. Warte, hatte ich das? Okay, nochmal. Ich teste nochmal. Sekunde. 5. Dann kriegen wir das hier schön rangebaut. So. Und dann nochmal das Ganze. Wir brauchen Seife und Wurst, ne? Seife und Wurst. Lalalalala. Seife und Wurst. So. Ich hoffe, 3 Höfe reichen erstmal. So, und dann... Wie ist das mit Seife? Zyklus 1. Zyklus 1. 30 Sekunden. Also wir bräuchten 2 Vasenmeistereien und dafür nur eine Siederei. 2 Schweineställe. 3 Metzgereien. Metzgerei klingt so unschön. Sagen wir mal, Schwein digitiert zu Wurst. Das ist ein Digitierungszentrum? Weiß ich nicht. Okay, 3 brauchen wir, ne? 1, 2... Oh, was ist das denn? 3 davon. Wir konnten einfach nicht länger warten. Hä, ich habe das gar nicht mitbekommen. Oh shit, ich hoffe, da steht nichts Schlimmes drin. Okay, und wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr... Oh Gott, wir brauchen noch mehr Bauern, wir brauchen noch mehr Arbeiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, Mensch, tatsächlich. Das Problem werden wir bei der anderen Insel auch massiv haben übrigens. So. Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt die Häuser hier lang baue, dass sie da mitten da drin wohnen. Das wäre nicht so geil. Okay. Die Polizeiwache wollte ich noch bauen. Fehlen schon wieder 8 Bretter. Was ist hier mit den Brettern los? Polizei kommt da oben auch nicht hin.
Okay, aber hier ist alles schön in Polizeigewalt. Okay, das hier hält bis da oben auch nicht mehr so richtig hin. Das Wirtshaus, da müsste ich hier oben wieder Neues bauen. Okay. Ah, das kriegen wir schon hin. Wir brauchen erstmal Arbeiter. Ganz dringend. Oh, wir haben wieder kein Holz. Ich will zu schnell zu viel. Wie sieht's da unten aus? 75 Holz, das ist doch der Traum. So. Blaupausmodus, Blaupausmodus, Blaupausmodus. Kann ich eigentlich das hier auch so machen? Ah, okay. Das wird ein bisschen einfacher. So. Das sieht ja schon mal fantastisch aus. Was wächst denn hier überhaupt? Hopfenfruchtbarkeit, Kartoffelfruchtbarkeit, aber kein Weizen, oder? Weizen wächst, glaube ich, überall. Getreide, das wächst nicht überall. Hopfen wächst hier zum Glück auch, okay. Ah, das ist aber blöd. Ich wollte das Bier auch hier herstellen. Oh, das ist aber blöd. Hopfen und Getreide. Das ist die einzige Insel mit Hopfen und Getreide noch. Ne, hier auch. Unbesiedelte Insel. Stand gespeichert. So soll dies unsere Bierinsel werden. Ja, das wird unsere Bierinsel. Deutschland ist stolz auf seine Bierinsel. Oh Gott, das wird alles ganz furchtbar. Mehrere Inseln gleichzeitig bewirtschaften, mehrere Länder gleichzeitig bewirtschaften, also Welten. Oh Gott, das wird ganz furchtbar. Ich würde am liebsten alles auf Pause stellen, nicht auf normal. Schneller stellen? Nicht in meinem Universum. Okay, was kann man denn hier... Wenn wir da oben Bier herstellen, empfiehlt es sich auch da oben Brot herzustellen. Brot und Bier. Hier könnte man gut Paprika, werden wir brauchen später. Jagdgründe gibt es hier auch. Das heißt, wir können hier Felle erheischen. Eisen, Steinkohle, Zink, Kupfer und Zement. Weiß ich überhaupt nicht, wie man das abbaut. Ingenieur, ja, großartig. Das wird ja bestenfalls noch dauern. Hier können wir Schnappes machen. Ich würde hier Schnappes herstellen. So. Und das Tolle ist, wenn das Gebäude hier nicht hundertprozentig sitzt, dann verschieben wir es ein und bauen da eben eine Straße hin. Oh, dann verschieben wir es ein und bauen da eben eine Straße hin. Und dann passt auch das wieder. So. Mein Kopf ist... Was? So, die Bauern hier wollen ja sicherlich auch mal ein bisschen, ne? Party, Party. Das machen wir auch. Feuerwehr weiß ich aktuell noch gar nicht. Und natürlich wieder ganz klassisch der gute alte Apfelbaum. Toll. So, die wollen wir schon noch... Haben wir genug zu essen. Genau, Kleidung wollen die auch haben. Das heißt, ich würde hier aus der Insel, würde ich... Eventuell? Ich muss das noch ein bisschen abmessen, denn ich will trotzdem weiter quadratisch bauen. Ja, das werde ich weiterhin machen. Hier lasse ich mal den Platz ruhig. Ich weiß noch nicht genau, ob ich ihn später brauchen werde. Wahrscheinlich schon. Aber ich lasse den Platz links und rechts noch ein bisschen. Theoretisch kann ich die Häuserreihen auch breiter machen und so weiter. Das geht natürlich auch alles. Aber wie sieht es mit Fisch aus? 32, okay. Hier werde ich dann auch die Klamotten herstellen. Und Segel. Und die werde ich dann nur verschiffen. Entschuldigung, ich mache mal ganz kurz eine kleine Aufnahmepause. Ich gehe mal kurz selber ein bisschen Apfel- und Beerensaft wegbringen.
Der ist schon fermentiert, der muss raus. 6.000 haben wir, das wird noch nicht reichen. Und guck mal hier, plus 1.000. Schöne Bilanz. Okay. Vorher allerdings... Admiral auf der Brücke! Wir brauchen Holz. Steine können auch nicht schaden. Kann ich... 30 Steine. Und aber auch Stahl. 30 Stahl. Und vielleicht ein bisschen mehr Holz. 60. Okay. Geht nicht. 50 maximal. Okay. Der Seeadler. Düst dann mal eben... Welches war die Insel? Die war es nicht, ne? Nein, die sind auch alle toll. Weizen und Hopfen. Das wäre dann... Ist das hier die Bierinsel? Hm. Nun gut. Weizen und Hopfen? Die, ist die näher dran hier? Ach, die hat kein Hopfen. Okay. Weizen und Hopfen. Das hier ist genauso lang wie das da, glaube ich, ne? Aber da müssten wir wahrscheinlich eher den Piraten lang... Ah, hier ist schwierig zu bauen. Und hier? Ah, hier auch. Die andere Insel wirkt so, als hätte sie mehr Platz. Und Kartoffeln gibt es hier auch. Schnaps und Brot und Bier. Das ist die Insel. Ich weiß schon, wie sie heißen wird. Ein prunkvoller Name, ein prachtvoller Name. Ihr werdet sehen. So, wie sieht's denn da oben aus? Spielstand gespeichert. Oh Gott, ich habe noch kein Lager aus hier. Ich war noch gar nicht fertig. Wir waren noch nicht fertig. Ich wollte gleichzeitig gucken mit Seife. Zwei Vasenmeistereien. Oh, die waren so widerlich, stimmt ja. Und ein Seifenwerk. Lagerhaus kriege ich da nicht mehr rein, ne, in die Mitte. So. Wir brauchen wahrscheinlich wieder einmal. Ruckelt gar nicht so sehr, wie ich dachte, wegen dem Wuselfaktor, ne? Ich hätte gedacht, das ruckelt ein bisschen mehr. Aber, wenn ich nicht gerade streame... Okay, wir können aufsteigen hier. Wir können aufsteigen? Was Sie auch tun, machen Sie bloß weiter. Wir haben keinen Fisch. Okay. So, Fische. Wir brauchen Fische. Und dafür nehme ich Steinstraßen. So. Okay. Wir müssen das Hafengebiet auch ein bisschen ausbauen. Wir müssen dann auch ein bisschen Verteidigung aufbauen und so. Ich kann ja nicht so rumstümpern die ganze Zeit. Ich brauche ein Lagerhaus tonight. Lagerhaus. Sei mein Lagerhaus alright. Oh Gott, möchte ich mich selber ein bisschen übergeben. Mist, das Lagerhaus ist größer als das da oben. Ach, so oben nicht? Hä? Doch. Ah, wegen dem Weg. Wegen des Weges. Dann mache ich es so. Hab gerade überlegt, wie ich es am cleversten mache. Dann kann ich hier oben nämlich auch noch Schweinshöfe machen.